Ich freue mich auch sehr. Ich hoffe, dass ihr mit meinem Berndeutsch zurechtkommt hier. Vor etwa 15 Jahren bin ich ja schon mal hier gestanden. Vielleicht erinnern sich die ganz Alten noch daran. Eingangs möchte ich einfach sagen, das spannendste Buch, das es in der Weltgeschichte gibt, das ist die Bibel. Und ich glaube, wir tun extrem gut dran, jeden Sonntag uns zusammenzufinden, um zuerst einmal ein bisschen zu hören, was sagt uns das Buch von allen Büchern. Ich finde natürlich das Thema Generation und das Zusammenwachsen unglaublich spannend. Oder Untertitel Reifen und Wachsen in den verschiedenen Lebensphasen. Ich glaube, dass die verschiedenen Generationen das Reifen auch unterschiedlich erleben, weil sie halt auch ein bisschen unterschiedlich ticken. Und mir denkt, es gibt in der Gemeinde nichts Schöneres, als das dürfen zu sehen, wie Generationen reifen. Habt ihr das auch schon beobachtet? Einfach zuschauen. Manchmal muss man da einfach zuschauen. Wie reifen die mit 12, 14? Wie reifen die mit 28? Wie reifen die mit 45? Wie reifen die mit 60 und 65? Wie reifen die 80-Jährigen? Und wisst ihr, was das Kennzeichen von Reife ist? Bei jeder Frucht, sie ist genießbar, wenn sie reif ist. Und darum ist das Reifen so etwas Wunderbares. Ich nehme euch gerne mit in den nächsten paar Minuten, 30 Minuten so, in eine kleine Entdeckungsreise mit drei Schritten. Das Erste, die Bibel unterscheidet eben auch Generationen. Das finde ich noch spannend, obwohl die Lebenserwartung zu dieser Zeit im Durchschnitt 24 Jahre war. Wo die AHV eingerichtet wurde, war es 48 und heute ist es, könnt ihr vielleicht besser als ich, aber bei den Männern etwa 81,8 und bei den Frauen 84,9. So alt ist unsere, so ist unsere Lebenserwartung. Damals, 24, der 80-jährige Johannes, der als 15-jähriger plus minus mit Jesus zusammen war, nach einer langen Zeit schaut er etwas darauf, wie entwickeln sich eigentlich die verschiedenen Leute und unterscheidet dann eben auch Generationen. Letztlich, das wäre der zweite Schritt, glaube ich, spitzt sich die Frage immer wieder zu von alt und jung. Das kennen wir ziemlich. Auch hier dazu bringt uns die Bibel eine Reihe von wunderbaren Beispielen und ich würde gerne drei Beispiele einfach hier erwähnen. Und dann würde ich gerne auf die sechs Generationen, die heute in unserer Gesellschaft unterwegs sind und ganz bestimmt auch hier, wenn ich das gut und richtig sehe, zumindest fast hier auch in diesem Raum inne sein. Das Erste zurück zu dem Johannes. Ich habe euch hier die eine oder andere Folie vorbereitet. Ich weiß nicht, ob ihr die Stelle kennt. Ja, sehr. Die Stelle kennt aus dem 1. Johannesbrief. Dort wird unterschieden zwischen den Kindern, den jungen Männern und den alten Männern. Und ich vermute, nicht nur aus Gendergründen könnte man da die Frauen dazu tun. Liebe Kinder, ich schreibe euch, dass euch die Sünden vergeben sind, um seines Namens willen. Ich habe euch Kindern geschrieben, denn ihr habt den Vater erkannt. Zwei wunderbare Merkmale von Leuten, die jung im Glauben sind. Ich schreibe euch jungen Männer und glaube Frauen, ihr habt den Bösen überwunden. Ich habe euch jungen Männer geschrieben, denn ihr seid stark und das Wort Gottes bleibt in euch und ihr habt den Bösen überwunden. Und dann kommen die Väter, die Alten, da kommt zweimal das gleiche Sätzchen. Ihr habt den erkannt, der von Anfang ist. Vielleicht genügt das für uns ältere Leute. Sagen wir einmal ab 50. Kommen wir zum Zweiten. Wie ist das mit jung und alt? Und ich nenne euch einfach drei Beispiele, die sehr Unterschiedliches hier sagen. Das erste Beispiel aus 1. Könige 12. Ich weiss, das ist manchmal auch nicht so gern gehört, aber ich nenne es einfach. Wer weiss Bescheid, die Jungen oder die Alten? Wer kommt raus? Wer hat mir einen guten Rat? Wem kann ich wirklich trauen? Wen soll ich eigentlich fragen, wenn ich eine Frage habe?
So ist es am Rehabeam gegangen. Bei ihm hat man nämlich gedacht, er soll König werden. Und nachher ist man natürlich zu ihm gekommen und hat gesagt, das sollst du machen, auf das sollst du achten, das ist wichtig, gell? Das siehst du schon. Und dann hat er einen weisen Entschluss gefällt, nämlich gesagt, gib mir mal 3 Tage. Und in den 3 Tagen hat er sich mit den Alten unterhalten und zusammengetan und hat sich mit den Jungen unterhalten und zusammengetan. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte auswendig könnt, aber dann steht im 8. Vers, aber er verwarf den Rat der Ältesten, den sie ihm gegeben hatten, und hielt einen Rat mit den Jüngeren, die mit ihm aufgewachsen waren und vor ihm standen. So weit, so gut, könnte man ja sagen, das Erstaunliche, dass die Jungen nicht sagen, du musst ein bisschen weicher, ein bisschen milder werden, ein bisschen angenehmer, dass du mit uns weggehst, sondern ganz im Gegenteil. Die Alten sagen, sei ein bisschen mild, nicht so wie dein Vater. Und die Jungen sagen knallhart, nimm Geiseln und schau ein bisschen zum Rechten. Und dann, Vers 13, da gab der König dem Volk eine harte Antwort und verwarf den Rat, den ihm die Ältesten gegeben hatten, und redete mit ihnen nach dem Rat der Jüngeren. Die fatale Folge war, genau das hat zur Spaltung vom Volk Gottes geführt. Ab sofort hat es ein Nordreich und ein Südreich gegeben. Fatal, das Fazit. Es könnte sich ja lohnen, und jetzt atmen alle Eltern unter uns natürlich auf, es könnte sich lohnen, auf die Alten zu hören, immer in der Hoffnung, dass sie hörenswert sind und wirklich das Richtige sagen. Also, jetzt damit aber die Alten unter uns, ich zähle mich auch dazu, nicht stolz werden, erzähle ich euch noch ein anderes Beispiel. Und zwar ist es ein Beispiel, das uns. Oder kommt es irgendein? Wo uns im Matthäus-Evangelium, so 26, 27 Kapitel und Markus 14 bis 15 aufgeschrieben ist. Wer hat Gefangennahme? Wer hat Verspottung? Und wer hat die Kreuzigung von Jesus letztlich vorantrieben? Das waren die Ältesten. Die Ältesten und die Schriftgelehrten. Sind die echt wirklich vertrauenswürdig, die Alten? Der traditionsbewusste Matthäus beschreibt uns das von diesen Erfahrenen, von diesen Reifen, schrecklich. Die Alten sind mitentscheidend, mitverantwortlich für den Tod, für die Geißelung von Jesus. Das dritte Beispiel. Elisabeth und Zacharias. Für mich ist das eigentlich das schönste Beispiel zum Thema Generationen. Elisabeth und Zacharias einerseits und Maria andererseits. Sie sind ganz anders als die Ältesten, die dazu geführt haben, dass Jesus gefangen genommen wurde, verspottet wurde und gekreuzigt wurde. Durch Elisabeth und Zacharias, die hochbetagt und alt waren, ist das Neue gekommen. Ich frage mich manchmal, wann kommt auch heute das Neue durch die Alten? Das finde ich eine faszinierende Angelegenheit. Das Neue kommt, Elisabeth und Zacharias sind sozusagen Brücke zwischen dem Alten Testament und dem Neuen Testament. Das Alte kommt das Ende, das Neue wird eingeleitet. Die beiden Alten waren so attraktiv, und das ist das Nächste, dass die 16-jährige plus minus Maria, die schwanger war, zu denen gegangen ist, konkret zur Elisabeth. Wenn ich Generationen eben bedenke, dann merke ich, das ist einfach das beste Beispiel. Was passiert? Eigentlich etwas Phänomenales. Durch Elisabeth und Zacharias wird das Alte abgeschlossen und der See fängt das Neue an. Die beiden Alten bilden Brücke ins Neue, dass das Neue kommt. Das Erstaunliche,
Sie haben als alte, aber gerade nicht nur die alte leere Tradition aufrechterhalten, sondern im Gegenteil, sie leiten das Neue ein. Und staunenswert, die junge Maria, die geht hier dazu. Zacharias und Elisabeth, Urvorbilder für wirklich alte Menschen. Das ist die Sternstunde meines Erachtens von den Generationen, wo Elisabeth dann zu diesen Alten gegangen ist. Und Elisabeth nichts anderes gesagt hat zu der jungen Maria, du seist gesegnet. Sternstunde. Und jetzt komme ich zu den heutigen Generationen, wo ich gesagt habe, ich glaube, dass 6 Generationen hier unterwegs sind. Ja, irgendetwas. 6 Generationen, ich habe sie hier vorne einfach mal aufgeschrieben, so mehr oder weniger, aber die meisten Leute sind sich eigentlich einig für den deutschsprachigen Raum, die 6 Generationen sind heute unterwegs. Die, die eben noch ein mehr graue Haare haben oder ein weniger graue Haare als ich, so grob geboren 1900 bis 1940, jetzt 82 plus. Die sogenannten 68er, die man meistens vergisst. Und wenn man sie nicht vergisst, schimpft man über sie, weil sie ein paar Sachen in die Welt gesetzt hat. Ich möchte Ihnen allen herzlich danken für das, was Sie in die Welt gesetzt haben. Geboren so 1940 bis 1955, heute so zwischen 67 und 82, dann eben die Babyboomer, die vorhin schon die Rede davon war, 55 bis 68 plus minus. Dann die Golfer, wisst ihr, wieso die Golfer heissen? Dann hat man eben nicht mehr 5 Kinder plus gehabt, sondern vielleicht noch 1, wenn es gut gegangen ist, 2. Vater und Mütter haben gearbeitet. Wenn die Tochter endlich Matur gemacht hat, hat man nicht gewusst, was man mit dem vielen Geld macht. Könnte man nicht der Tochter einen VW Golf schenken? Darum nennt man die etwa die Golfe. Die Ypsiloner, die Weier, die eben warum, für was, wo zufragen, geboren so grob 1888 bis 2000, jetzt zwischen 22 und 34 und die Postmillennials nach der Jahrtausendwende grob 2000 bis heute. Der Schock ist eigentlich, besteht da drin, dass 3 von diesen 6 Generationen, zumindest aus der Sicht der 20- und 30-Jährigen, die Alten sind. 3 von diesen Generationen sind die Alten. Also, glaube ich, lohnt es sich schon, da ein bisschen herzuschauen. Ich sage noch einen weiteren Schock, damit ich auch noch ein bisschen Schock vermitteln kann. Der zweite Schock im Jahr 1970, wo wahrscheinlich eine Reihe von uns bereits dabei waren. 1970 ist das Verhältnis von denen, die unter 20 waren und über 65, ist das Verhältnis gewesen, 31% der Gesamtbevölkerung unter 20 und 12% über 65. Ich würde sagen, damit kann man leben. Die meisten von uns denken heute auch so. Ich zeige euch, wie das heute ist und wie das vermutlich im Jahr 2050 aussehen könnte. Heute ist es nämlich so, dass ungefähr 19% unserer Gesamtbevölkerung unter 20 sind und genau gleich viel, 19% über 65. Und wenn ich jetzt verrate, wie das könnte sein im Jahr 2050, wo vermutlich ein guter Teil von euch auch hier noch unterwegs ist, dann wird das Verhältnis sein, dass 18% unter 20 sind und 28% über 65. Jetzt müsst ihr euch mal eine Gesellschaft vorstellen, wo fast ein Drittel über 65 ist. Was heisst das für die jüngere Generation? Vermutet ihr, verschwinden jetzt alle aus diesem Raum und sagen, ja, also wenn das so ist, dann wird ja nur noch erdrückt. Ich habe neulich an einer Stelle gesagt, eigentlich hätte man darüber abstimmen müssen, ob man das AHV-Alter auf 69 und 70 anheben möchte. Dann würden wir den Jungen wirklich einen guten Dienst tun. So wie es im Moment ist, eher schwierig. Ich selber sage, und darum die Initiative Pro-Aging, ich glaube, wir Eltern müssen alles dran setzen, damit wir nicht nur eine Belastung für die Jüngeren werden, sondern dass die Jüngeren durch uns beflügelt werden. Das war der Nebensatz zu Pro-Aging. Was ist jetzt das entscheidende Merkmal
von der Generation. Jetzt könnt ihr ja sagen, oh, das ist doch nichts, 6 Generationen, das gibt es doch nicht. Ich glaube, es gibt einen ganz einfachen Grund, wieso es eben die 6 Generationen gibt. In diesen Zeiten, jeweils, wo die geboren sind, waren ganz andere Lebensfelder vorherrschend gewesen, als bei der nächsten und übernächsten und überübernächsten Generation. Also das entscheidende Merkmal ist, was für Lebensumstände haben die jeweiligen Generationen geprägt, wo die Generationen, sagen wir, einmal jung waren, Kind waren, vielleicht aufgewachsen waren, sagen wir bis 10, 12. Jetzt könnt ihr mal ganz kurz untereinander murmeln, so 3 Minuten, dann sage ich Stopp. Was habt ihr als prägendes Ereignis aus dieser Zeit in Erinnerung, wo ihr Kind und Jugendlich war? Vor allem Kind. Konzentriert euch mal auf Kind. Was war das prägende Ereignis? Ihr könnt gerne murmeln, so zwischen euch zu zweiten, zu dritten. Was war das prägende Ereignis? Vielleicht habt ihr das Pech gehabt, dass ihr nur mit ungefähr Gleichaltrigen geredet habt jetzt. Vielleicht habt ihr das Glück gehabt, mal jemand anderes zu fragen. Die meisten Leute überlegen sich gar nicht, was könnte die Generation X oder Y oder Z geprägt haben. Oder A, B, C. Was ist es eigentlich? Das, was wir manchmal feststellen, ganz komisch. Irgendwie, der tickt anders als ich. Ich verstehe nicht wirklich so ganz, wieso funktioniert der so und nicht so wie ich. Und plötzlich merkt man, dann entsteht so langsam eine Distanz zwischen einzelnen Leuten. Es gibt so Beobachtungen, die werde ich nachher gerne noch ein bisschen anschauen. Ich habe hier auf einer Folie einfach ein probiert zusammenzustellen, was ist so die Urerfahrung von einem Grossteil von bestimmten Generationen. Also die sogenannten Silver Agers. Ich glaube, die meisten von uns, von dieser Generation, würden sagen, das war eher eine Mangelzeit. Wir müssen aufpassen. Mit dem Leitmotto, was auf dem Tauer ist, wird gegessen. Darum tun sich die Leute heute im Pflegeheim noch schwer, wenn die Jungen schöpfen wie verrückt und sie sagen, nein, nicht so viel, die Jungen tun es trotzdem drauf, die können sie ja stehen. Und dann programmieren wir die beste Frustration vor zwischen Jung und Alt. Wir wissen gar nicht, als jüngere Generation, hey, die Generation hat gelernt, dass ausgegessen wird. Die Generation hat auch gelernt, ich muss helfen, auch als Kind bereits. Was könnte sich in unsere Köpfe eingenistet haben deshalb? Ich glaube, es hat sich ein bisschen eingenistet. Nur wenn ich helfen kann, bin ich wertvoll. Wehe, ich kann nicht mehr beitragen, dann bin ich nicht mehr wertvoll. Was soll denn mein Leben noch? Das ist vielleicht so ein bisschen die Urerfahrung von der Silver Age. Klar, das Letzte muss gegeben werden, arbeiten statt reden. Ist bei dieser Generation. Meine Eltern waren fantastische Eltern, aber ein Merkmal haben sie halt gehabt. Wenn sie einen Konflikt hatten, das haben sie auch gehabt, dann haben sie einfach mal ein paar Tage geschwiegen. Weil zu reden haben sie nicht so gelernt. Das hat die nächste Generation aufgeregt. Das sind aber die sogenannten 68er. Und die haben gesagt, jetzt übernehmen wir nicht mehr einfach alles von diesen Eltern, weil so kann es doch jetzt einfach nicht weitergehen. Nur leisten, leisten, schaffen, schaffen. Das muss doch anders gehen. Und darum ist die 68er Generation auf die Strasse gegangen. Und damit wir uns nicht täuschen, die von uns, von den 68er, die nicht auf der Strasse waren, aber hier unter uns sind, wir sind trotzdem von dem sehr beeinflusst. Denn natürlich das kämpferische Element, das hat die Generation gekennzeichnet und darum danke dieser Generation. Weil die nächste Generation, die Babyboomers, die es dann so richtig boomet hat, also ich habe 4 Geschwister, und die meisten von dieser Generation haben mehrere Geschwister, die es boomet hat. Wir haben freie Räume genommen. Die Generation ist interessanterweise oft nicht in die Politik gegangen, sondern mehr in die Moderation.
So locker, flockig, so sind wir unterwegs, wir machen das, was geht. Und das Verrückte bei uns ist, dass wir eigentlich fast immer ein Hintertürchen gefunden haben, wenn irgendwie zu wenig war. Es war immer noch zu wenig bei uns, aber die Räume waren da. Und als ich im Kindergarten war, das darf ich vielleicht erzählen, sage ich es ja nicht weiter, dann habe ich mal eines am Morgen gedacht, wenn die anderen kommen, dann nicht die alle Spielzeug, das ich eigentlich gerne hätte. Und dann habe ich darum 10 Minuten vor Beginn, vor dem Kindergarten, habe ich meine Spielzeuge genommen und die versteckt im Kindergartenraum. Mit dem Ergebnis, dass die Kindergärtnerin gemerkt hat, mich zitiert hat. Und darum habe ich am Nachmittag um 4 Uhr dann noch eine halbe Stunde müssen dort bleiben im Kindergarten. Also ich bin gestraft worden, aber wir sind eben erfinderisch. Ich selber glaube, dass heute Sterbehilfe und ein paar andere solche Phänomene auch so wie ein Hintertürchen sind, das unserer Generation sehr entspricht. Das ist ja, sind dann bereits Babyboomer gewesen. Veränderung ist das Normale, wir kennen nur die Veränderung und vor allem kennen wir nur schneller, besser, angenehmer und schöner. Dort ist es schwierig, heute zu leben. Und darum haben die ganz junge Generation schaut ein bisschen komisch zu uns, können die wirklich nur offene Räume besetzen und nur das Leben geniessen. Ich würde gerne das Grundgesetz an dieser Stelle sagen, jede Generation probiert als Kind, aber auch später nachher, interessanterweise, mit allen Kräften, sich so gut wie möglich durchzuschlagen. Niemand unter uns wird sagen, ich mache es schlecht. Jedes probiert, so gut wie möglich durchzuschlagen, zu behaupten. Und wir reden etwa die, was ist das Durchsetzungsmuster von dieser Generation? Bevor ich noch etwas weitergehe, tue ich mal die nächste Folie, weil schließlich kommen die anderen auch noch dazu. Golfer. Ihr Problem ist, kein Platz wegen diesen vielen Babyboomers. Darum hat man bei denen mal gesagt, das ist No-Future-Generation in den 1990er Jahren. No-Future. Das Ergebnis war, die sind meistens Einzelkind oder das zweite vielleicht, bei euch vielleicht ganz anders, aber so in der Regel gesellschaftlich. Das ist eine Kämpfer-Generation. Die hat gekämpft wie verrückt. Die hat sich müssen behaupten, den vielen Babyboomer gegenüber. Jetzt könnt ihr das vielleicht probieren zu übersetzen. Was macht ihr, wenn eure Pastoren aus dieser Generation sind und ihr bei den Babyboomer seid? Wird das lustig oder wird das schwierig? Ich befürchte, dass das ziemliche Konflikte enthält. Und wenn man da eben nicht drüber redet, also das zusammen, dann glaube ich, wird es relativ schwierig. Golfer, Y. Macht das alles Sinn eigentlich? Für was eigentlich? Wieso soll ich 100% arbeiten? 60 geht auch, das reicht. Was macht da eigentlich Sinn? Die Generation, nicht selten, äußerlich ziemlich stark, innerlich sehr suchend. Haben wir den Blick? Eine suchende Generation. Nicht eine, die behauptet, ich habe es gefunden. Und dann Millennials, Greta Thunberg, kennen wir vielleicht so aus den Medien. Das ist nochmal ein ganz anderer Drive als bei den Babyboomers. Hey, was habt ihr uns für eine Welt hinterlassen? Da ist ein Kampfgehen in uns innen. Und wenn ich jetzt da noch ein bisschen weitergehe bei denen, das seht ihr bereits, dann muss man sagen, auch das hat Ergebnis in der Art, wie sie leben, vor allem, wie sie über ihr Leben bestimmen. Die Frage ist, wie tickt die andere Generation? Und jetzt könnte man eine Reihe von Beobachtungen einfach machen und ich würde gerne abschließen mit einer Reihe von Beobachtungen. Interessanterweise können Generationen, die nebeneinander liegen, häufig nicht so gut miteinander. Also vielleicht könnt ihr euch das vorstellen, wenn ihr jetzt ganz aufmerksam zugelassen habt, die 68er Generation, die eben gesagt hat, trau keinem über 30, die haben sich gegen die Eltern, gegen das Leisten, Schaffen, ich bin nur jemand, wenn man arbeitet, die haben sich da dagegen aufgelehnt. Wenn man jetzt in die heutige Zeit kommt,
Wie gehen die mit ihren Eltern um, wenn sie ins Pflegeheim sollten oder schwach werden? Der glaube ich, haben wir eine riesige Herausforderung. Und das könnte man vorhin als Beispiel genannt mit den Pastoren, die aus der Golfer-Generation sind. Die haben es nicht einfach mit den Babyboomen. Das sind so verschiedene Sachen. Übrigens, die Winterthurer-Gemeinden, könnt ihr mal ein bisschen umschauen. Die meisten grösseren Winterthurer-Gemeinden haben die Golfer als Pastoren. Wie wird euch das gehen mit den Winterthurer-Gemeinden? Finde ich noch eine spannende Frage. Babyboomer, die Generation, die eben immer nur freie Plätze eingenommen hat. Was passiert eigentlich mit dieser heute? Darf ich mal fragen, wer gehört so ein bisschen zu dieser Generation? Nicht, dass ich hier zu Leuten rede, die nicht da sind. Okay. Nach meiner Beobachtung und ich glaube einer Beobachtung von vielen anderen, das ist die Generation, die im Moment Gemeinden verlässt. Sie verdunsten in unseren Gemeinden. Wieso? Sie sind nicht die Kämpfer, die mit der Gemeinde noch etwas in dieser Welt erreichen wollen, sondern sie haben nur freie Plätze eingenommen. Und wenn ihr uns nicht mehr braucht, ha ja, wir haben genug Ideen und genug Hintertürchen, wo wir irgendetwas Schlaues in dieser Welt anfangen könnten. Und das sind ja die Millennials, die uns dann den Vorwurf machen, dass ihr jetzt mit dem Camper durch Europa reist und eine Weltreise macht und ein Häuschen in Südspanien habt und weiss ich was und dann den Winter dort verbringt. Ich verstehe den Ärger der Millennials uns gegenüber. Aber das Tragische eigentlich, nachdem Kinder aus dem Haus sind und nicht mehr sagen, jetzt gehen wir in die Grütze in den Gottesdienst, weil das hat ja die beste Kinderarbeit. Wenn die das nicht mehr sagen, und plötzlich die Babyboomer selber müssen entscheiden, dann sagen sie, ja, bin ich da noch interessant? Falls nicht, dann tschüss. Wenn sie aber dann zurückkommen nach 4 oder 6 Wochen wieder in den Gottesdienst und die anderen sagen, ja, Gemeinde sei gegangen, dann sagen die, ich gehöre doch da voll dazu. Und dann sind sie ein halbes Jahr abwesend und kommen zurück und sagen, da dazu gehöre ich. Also, es ist noch verrückt. Gleichzeitig sind sie wie nicht wahrnehmbar. Sie suchen nicht nach den Ämtern, sondern nach den Plätzen. Wenn jemand ein bisschen nachlesen will, im Ideen von dieser Woche sind ein paar Sätze aufgeschrieben so zu dieser Generation, wie die sich bewegt nimmt und was vielleicht Kirche könnte und müsste machen, um die boomende Generation, die fast ein Drittel von unserer Gesellschaft ausmacht, um diese Generation in der Kirche nicht zu verlieren. Ich komme zum Schluss. Wir könnten natürlich hier noch sehr viel zusammentragen. 2 Sachen einfach noch. Jetzt ist natürlich eine spannende Frage die, was passiert jetzt, wenn wir einfach älter werden? Und ich habe euch hier noch ein bisschen aufgeschrieben. Mit 14, 15, 16, die Eltern werden schwierig, haben wir wahrscheinlich so ein bisschen gedacht. Mit rund 28 erleben die meisten so etwas wie eine Quarterly Life Crisis. Also auch mal so ein Tiefpunkt. Ist jetzt das alles gewesen? Mit 46, das weiss man, ist der Tiefpunkt der Lebenszufriedenheit. Und vielleicht alle, die über 46 sind, können sagen, ah ja, plus minus 46 mit 44 oder 47 habe ich auch so was. Ist jetzt das alles gewesen? Was soll ich überhaupt? Bis 65 muss ich jetzt noch arbeiten. Was soll das überhaupt? Da kommen so Fragen auf. Aber ich möchte denen einfach sagen, hey, es geht nur noch aufwärts. Die Glücklichsten sind die zwischen 65 und 75. Das ist im Kanton Zürich im Auftrag vom Regierungsrat so bestätigt worden. Die glücklichste Phase. Ich habe hier einfach noch ein paar Fragen dahinter gestellt. Gelingt es uns zwischen 46 und 65, so etwas wie eine Mündigkeit zu erreichen? Mündigkeit heisst nichts anderes als, die Umstände haben kein Recht mehr zu diktieren. Ich erlebe sehr viele unmündige, sehr ältere Leute, wenn immer das Wetter die Schuld ist. Oder immer der Doktor, der nicht herausgefunden hat, was das in Schwierigkeiten hat. Oder meine Eltern, sagen sie dann immer noch, oder meine Angehörigen, meine Kinder, oder mein Mann, oder meine Frau. Immer die Umstände. Mündigkeit heisst, ich entreisse mich aus der Herrschaft der Umstände. Das haben wir den 68ern zu verdanken. Und dann, so ab 65 mehr Freiheit, könnte es so etwas sein wie die Berufung oder der Auftrag der über 65-Jährigen,
zu Weisheit zu kommen, Menschen von der Weisheit zu werden. Und jetzt mache ich den Gump wieder zurück zum Zacharias und zur Elisabeth. Ich weiß nicht genau, wie alt sie tatsächlich waren. Aber ab 65 würde ich sagen, bitte in den Fußstapfen von Zacharias und von der Elisabeth. Dann könnte es nämlich gut kommen mit denen, die jetzt im Alter sind von der damaligen Maria. Verstanden? Oder kompliziert? Irgendwie? Okay. Also. Und dann 75 kommt nochmal so eine schwierige Übergangsphase, Zunahme von der Verletzlichkeit. Entwickeln die ab 75, nicht erst mit 90, ab 75 wirklich nochmal eine Reife, die Genießbarkeit Hauptkriterium ist. Ich wünsche mir nicht so sehr wie solche ältere Leute. Und die letzte Anmerkung ist nochmal die, eine Beobachtung, was wir so in den letzten vielleicht 50 Jahren, vielleicht noch etwas mehr, betont haben im Zusammenhang mit unserem Christsein. Ich wage es jetzt einfach mal zu sagen, ihr dürft mir gerne widersprechen. Aber ich glaube, dass wir in den letzten 50 Jahren in erster Linie als Christen den Glauben betont haben. Dass wir miteinander richtig glauben. Hoffentlich glaubst du. Darüber haben wir viele Predigten gehört. Was wir ein bisschen weniger gehört haben, sind Predigten, wie leben wir. In unserem Kopf hat es sich ziemlich eingeprägt. Das sage ich selber, wie ich lebe. Mir soll bitte niemand Vorschriften machen, wie ich lebe. Das ist nämlich Privatsache. Und die armen Pastoren, ich habe Krishona, bin ja länger der gewesen, und habe viele Pastoren erlebt. Die stehen unter einem wahnsinnigen Druck, dass sie nicht das Falsche sagen. Weil wenn sie das Falsche sagen, zwitschern die Leute nämlich ab und finden sicher eine Gemeinde, wo der Pastor das Richtige sagt. Das finde ich fatal. Ich sage aber, dass das fatal ist, dass wir nicht gelernt haben, über das Leben zu reden. Die Liebe zum Leben ist bei den meisten, wenn ich euch würde fragen, wie gut ist euer Tank mit Liebe zum Leben eigentlich gefüllt, bin ich nicht so sicher, dass jedes von euch würde sagen, mein Tank ist voll. Ich glaube aber, wenn wir das mit den Generationen miteinander anschauen wollen, dann müssen wir noch ganz neu über das Leben reden, wie wir leben. Und dieser Lüge, das Leben privat, oder die Art und Weise, wie wir leben, dass das Privatsache ist, ich glaube, wir müssen dieser Lüge eine definitive Absage erteilen. Und jetzt sage ich noch etwas in diesem Zusammenhang mit dem Älterwerden. Und eigentlich wird ja jeder jeden Tag älter, nämlich 24 Stunden. Also irgendwie geht es weiter. Und ich glaube, dass unser Leben nur gelingen kann, wenn die Liebe zum Leben genauso wächst wie der Glaube. Und wenn wir die Liebe zum Leben ausblenden, dann ist eigentlich Sterbehilfe am Schluss des Lebens nichts anderes als eine Logik. Und darum würde ich uns sagen, in diesem ganzen Zusammenhang, das Gebot der Stunde heisst, ab sofort Liebe zum Leben und wie leben wir und was sehen wir und was merken wir vom Leben, das zu entdecken. Und wenn der 80-jährige Johannes, der als 15-jähriger Jünger war, die Beobachtung nochmal macht, was kennzeichnet Kind im Glauben, was kennzeichnet die im mittleren Alter und was kennzeichnet Väter. Wenn das der Johannes gemacht hat, dann hat er einen Blick aufs Leben gelegt. Und von was redet er am meisten? Von der Liebe. Und nicht nur, wer das Leben will gewinnen will, muss es verlieren. Wer das Leben will gewinnen will, muss es vergessen. Sollst du dein Leben nicht so hoch achten. Ich wünsche mir eine Welle, ich hoffe, ich darf es hier sagen, eine Welle von Lebensliebhaber, weil Gott ein Lebensliebhaber ist. Punkt, jetzt glaube ich, habe ich genug gesagt, oder? Ich wünsche euch von ganzem Herzen die Liebe zum Leben. Soll ich noch beten? Herr Jesus, danke, dass jedes einzelne von uns unterwegs ist. Jedes Einzelne hat sich durch mehrere Jahre bereits durchgekämpft. Jedes Einzelne hat eine Prägung mitgenommen in sein eigenes Leben. Jedes Einzelne probiert, das Leben zu gestalten.
Und es tut uns leid, Herr Jesus, wenn wir so wenig über die Lebensgestaltung reden. Auch wenn wir manchmal ein paar Tricks haben, wie man es besser machen kann. Bitte dich, dass du uns eine Liebe zum Leben schenkst. So wie du Lebensliebhaber bist, mach du uns auch zu Lebensliebhaber. Und danke, dass dann das auch mit den Generationen einfach noch stärker wird gelingen. Dass keine Generation muss sagen, hier bin ich nicht erwünscht, hier kann ich eigentlich gehen, das spielt eh keine Rolle. Dass jede Generation eine Berufung hat, schenke uns doch die Einsicht. Und ich bitte dich jetzt für die Gemeinde hier in der Kirche Grütze, dass wir wirklich das Bewusstsein haben, dass jede Generation eine Berufung hat, dass wir einander so begegnen können, einander so dienen, füreinander sein, miteinander statt nebeneinander. Bitte dich, dass du jedes Einzelne, egal aus welcher Generation es ist, hier drin segnest, in der Liebe zum Leben, aus dem Glauben an dich als Auferstandenen.